Das Lernen ist nach der Prüfung zum Kfz-Mechatroniker nicht zu Ende, denn es gibt Weiterbildungen wie die zum Servicetechniker. Doch was sind die Voraussetzungen, um an dieser Weiterbildung teilnehmen zu dürfen und welche Vorteile bringen sie? Man braucht erstmal den Gesellenbrief als Kfz-Mechatroniker und dann wäre so die erste Sprosse von der Karriereleiter, der Kfz-Servicetechniker, den man im Vollzeitkurs, Abendkurs, Teilzeitkurs, je nachdem, welche Veranstaltung das man besucht, ob jetzt beim Hersteller oder hier in der Bildungsakademie. Und der Kfz-Servicetechniker wird auch als Teil 1 bei der Meisterprüfung angerechnet. Die Inhalte des Lehrgangs, der an der Bildungsakademie in Weidemdorf 7 Wochen dauert, sind vielfältig. Der Inhalt vom Kfz-Servicetechniker ist fürs erste Mal eine reine Vertiefung von dem Wissen, was man als Geselle schon erlangt hat. Aber man geht gezielter auf Elektrik, Elektronik zu, weil das ist heutzutage eigentlich an der Diagnose das größere Problem. Und dafür brauchen wir ja den Kfz-Servicetechniker. Und natürlich zur Unterstützung vom Werkstattmeister, vom Annahmemeister. Es gehört dazu, dass er Rechnung schreiben kann, einen Auftrag erstellen, einen Kostenvoranschlag erstellen. Umgang mit Kunden, Umgang mit Mitarbeitern, das ist alles in den Schulungsinhalten mit dabei drin. Am Ende der Weiterbildung steht natürlich eine Prüfung. Und wie die aussieht, weiß Kevin Urban. Also die Prüfung zum Kfz-Servicetechniker beinhaltet für die Prüflinge 6 Prüfungsstationen. In diesen 6 Prüfungsstationen versucht man, die Unterrichtsthemen, die natürlich in diesen 7 Wochen Vollzeit sind, so gut wie möglich abzurufen. Man hat die Stationen so aufgebaut, dass verschiedene Fahrzeugsysteme auch benutzt werden können. Die Fahrzeuge von uns hier in der Handwerkskammer sind technisch beeinflusst. Es sind bewusst Fehler eingebaut in die Systeme und diese Fehler müssen in dieser angegebenen Zeit eben dann von den Servicetechnikern gefunden und dokumentiert werden. Zu 95% sind die Fehler in der Elektrik eingebaut. Kabelunterbrechungen, defekte elektrische Bauteile, Sensoren, alles Bauteile oder funktionelle Systeme, die eben dafür zuständig sind, dass ein Fahrzeug ohne Probleme läuft und der Kunde, der Fahrzeugführer, volles Programm vom Fahrzeug erhalten kann. Sowohl im Komfort, Sitzheizung, Radio, als auch von der Motorleistung her, Beschleunigen, Bremsen, sonstiges. Hat man den Servicetechniker in der Tasche, sollte sich das dann auch auf dem Lohnzettel bemerkbar machen. Und als Option kann man nach dem Servicetechniker auch den Meister und Betriebswirt machen.